Willkommen bei JK Los Plays. Ich hoffe, ihr seht mich gut und hört mich gut. Heute eine neue Kamera am Start, wo ich bekommen habe von DJI Osmo Pocket. Also es handelt sich um diese kleine Kamera hier. Super geil mit Gimbal. Bin super zufrieden mit der Kamera bis jetzt. Heute mal ja ein kleines Los Plays Video. Das erste Mal mit dieser Kamera. Gut, wer es sehen will, bleibt dran. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. Gut. Da habe ich die Kamera umgedreht. Hier kann man schon sehen, das ist ein altes Bahnhäuschen gewesen hier. Und ja, leider hat es vor 3 Jahren gebrannt. Und das war richtig schön eingerichtet und ein richtig geiler Ofen da drin. Mal gucken, was noch übergeblieben ist. Hier auf der Strecke sieht man ja die alte Bahnschiene hier. Die habe ich ja schon mal gefilmt, wie diese Brücke. Die, wo groß und hoch ist, und dieser Eisenbahntunnel. Und ja, jetzt filmen wir halt mal dieses Teil hier. Dabei habe ich heute meinen Hund, hier am Eck steht er. Bin alleine heute unterwegs. So, dann gucken wir mal. Hier geht es in den Keller runter. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Ich weiß noch nicht, wie die Kamera im Dunkeln so ist. Ah, lauter Müll hier, kann man sehen. Hier hat man es gesehen, hier waren Kabeldiebe am Werk. Und ja, das haben die hier angesteckt. Und ich denke, das hat hier auch so gebrannt hier. So, wie ich auf dem Display sehen kann, macht die schon relativ gute Aufnahmen hier in dem relativ dunklen Raum hier. Wie gesagt, bin ein bisschen neu mit der Kamera, muss mich noch dran gewöhnen. Weil die auch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen größer wie ein Feuerzeug ist, die Kamera. Und ja, super geil, 4K, 60 Flames, also hier kann man sehen, wo der Hund ist, gerade, wo der Sam ist. Lauter abgeschältes Kabel. Hier ist alles voll mit dem abgeschälten Kabel. Ja, hier kann man sehen, Sprüherei, Scheiben kaputt leider. Wie das immer so ist hier halt. Ja. Gut, dann werden wir mal hochgehen. Und am Start habe ich heute auch wieder meine X45 von Esbeam. Ich finde diese bis jetzt eine super tolle Lampe. Hat mich noch nicht im Stich gelassen. Schön hell, auch weit. So, jetzt gehen wir mal hoch. Hier kann man ja ein bisschen sehen. Hier hat einer zugemacht. Da sieht man schon ein bisschen Ruß. Ja. Hier die Tür sieht man auch, von der Hitze ist die Farbe abgeblasst. Aber was ich nicht verstehe, das ist typisch, hört man auch, eine Bunkertür. Warum man das hier so eine Bahnhäuschen verbaut, weiß ich nicht. Ich weiß, diese Strecke ist sehr lange stillgelegt hier. Und die wurde auch im Zweiten Weltkrieg sehr oft bombardiert. Oh, ich glaube, das Bahnhäuschen ist zugemacht worden. Da muss ich mal gucken. Oder kann man das reindrücken, was sie aufspringt? Das ist nur unten eingehakt. Nur ich habe keine Hand frei. Ah, die Tür ist gar nicht zu verriegelt. Die ist einfach nur extrem schwer aufzumachen. Hier kann man leider sehen, ist komplett ausgebrannt. Ein bisschen Licht anmachen. Das war mal super eingerichtet hier. Und hier kann man auch so ein bisschen sehen, das war ein super schöner Ofen, so ein Kachelofen. Ja, schade. Durch das Feuer halt kaputt gegangen, ihr seht ja. An der Wände hier und am Boden. Der ganze Putz, der fällt ja ab hier. Immer traurig sowas. An der Decke so Platten in Weiß. Warum ist weiß, verstehe ich nicht, wo das gebrannt hat. Aber gut, vielleicht wegen der Hitze. Da hinten über der Tür kann man ja sehen, alles schwarz. Ja, immer traurig sowas, ne? Und ja, gucken wir mal aus dem Fenster.
Und jetzt sieht man hier die alte Schiene. Und wie gesagt, das ist mitten im Wald. Gut, hinter mir circa 80 Meter, 100 Meter, vielleicht auch ein bisschen mehr, ist die Straße. So, machen wir die Tür wieder zu, was der Tier hier reingeht und weiter kaputt macht. Dann gehen wir jetzt mal hier die Treppen wieder runter. Alles schön mit Moos zugewachsen. Hier ist der Sam. Den werde ich jetzt wieder öfters mal mit auf Touren nehmen. Ja, hier kann man leider nicht so viel sehen von dem Haus. Von außen. Hier ist halt ein bisschen kaputt. Gucken wir mal hier. Kann man noch mal sehen. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Like da, ein Abo. Ich freue mich über jedes. Ich hoffe, mir hat das gut gesehen mit der Kamera. Leider habe ich noch keine Weitwinkellinse für diese Kamera. Ihr werdet demnächst kommen. Ein paar Sachen habe ich bestellt schon. Ein paar Sachen sind schon da. Ja, da werde ich mich freuen, wenn das nächste Mal alles da ist. Da mache ich eine Weitwinkellinse drauf. Aber wie gesagt, hier kann man sehen. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Kamera, auch weil sie so klein ist und leicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal.